Die Welt veränderte sich. Die 11 Millionen Krankheit identifiziert. Und wir alle blieben zu Hause. Ich vermisste das Reisen in die Ferne, denn dort glaubte ich, die großen Abenteuer zu finden. Aber etwas war da. Zeit. Sehr viel Zeit. Und so beschlossen wir gemeinsam einen neuen Plan. Was wäre, wenn wir zu Hause blieben, aber trotzdem verreisen? Über ein Jahr gingen wir immer wieder aufs Neue los. Leo, es geht wieder los! Nicht in die Ferne, sondern ganz in unsere Nähe. Welche Abenteuer wir hier erlebten, ihr würdet es mir sowieso nicht glauben. Seht einfach selbst. Alles schief. Man flucht und sucht im Ungewissen. Aber irgendwann taucht man mit neuen Perspektiven wieder auf. Ja! Jawohl! Ja! Das gibt's nicht! Ja! Geil, das Wetter! Hollabacka! Als kleiner Stöpsel glaubte ich, magische Fähigkeiten zu besitzen. Ich schloss einfach meine Augen und konnte fliegen. Verstehe, die Reise beginnt nicht erst in der Ferne. Sie hat schon lange begonnen und
hört auch hoffentlich nicht bald auf. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Das Leben ist eine Reise.